Hallo, ich hab ein Schild. Nachdem ihr Badanach getötet habt, habt ihr Markarth von seiner heimlichen Schreckensherrschaft befreit. Im Namen der Stadt danke ich euch. Bitte, bitte. Du sitzt da, aber das, so sitze ich manchmal auch. Das ist nicht gut für den Rücken. Ich hab was hier für euer Schild. Ihr habt das Andenken meines Vaters geehrt. Und zwar in einem Ausmaß, wie ich es gar nicht mit Worten auszudrücken vermag. Nicht ausziehen. Hiermit erteile ich euch die Genehmigung, Eigentum in meiner Stadt zu erwerben. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr Interesse habt. Ich hab und schon das eine. Das ist auch für euch. Ein Geschenk aus dem persönlichen Fundus des Jarl. Geil. Ebenerzhelm, bestimmt scheiße. Geil, aber ich hab schon ein Haus, so mit so extrem ekelhaften Sachen im Keller. Nein, ich meine jetzt keine, was du meinst. Ein bisschen doch, ein bisschen. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist und dem mindestens ein Haus in meiner Stadt gehört. Wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Will ich das? Nun denn, Kommando zurück. Hilf den Einwohnern. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu regieren. Als sein Huskarl achte ich hauptsächlich auf die Sicherheit. 8000, ja. Vogt. Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Geil. Gib. Geil. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Oh mein Gott. Besucherhaus Vlindrl, ein neues Anwesen. Vlindrl. Ich würde gerne mein Haus einrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten. Ich weiß noch gar nicht, wie es aussieht. Kleingeld dafür habt. Aber egal. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Natürlich, Ikea. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ich möchte... Weißt du was? Noch nichts. No. Ich habe Briefe zu schreiben. Wie? Oh, hier auf dem, während du rumsitzt? Soll ich Tane werden? Soll ich Tane werden? Soll ich Tane werden? Ich speichere mal. Ich weiß nicht, ob das gut war, Tane zu werden. War ich schon woanders Tane? Ah, shit. Was ist hier? Gar nichts. Okay, ja, dann mach mich mal zum Tarn. Handelt mein Volk gerecht, dann wird euch dieselbe Behandlung zuteil. Ich hab eurem Volk geholfen. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Reach. Glückwunsch. Ich gewähre euch einen Huskarl, der eurem Haus vorsteht, sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Oh yeah, ich bin wichtig. Die Klinge von Reach. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu regieren. Und ich habe super cool, mega geil zu sein. Okay. Achso, das war einfach nur zum Aufhängen. Kann das sein? Kann man nicht irgendwie auf Ende drücken? Nein. Man muss runter scrollen. Warte mal. War das das Schwert von Reach? Wirklich, ich hab's vergessen. Das ist traurig. Da, die Klinge von Reach. Das Ziel erleidet Frostschaden und Gesundheit aus. Okay, verkleide. Oh mein Gott, jetzt bin ich auch noch überlastet. Dankeschön. Guck ich gleich. Ich hab hier doch bestimmt irgendwas, um mehr tragen zu können. Bessere Preise. Steigert die Ausdauer. Steigert die Ausdauer. Müsste nicht... Wofür habe ich das denn? Wenn die Ausdauer nichts macht. So ein Scheiß. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben was bekommen... Kapuze kann er ja auch wirklich weg. Bessere Preise, who cares? Ebenerzhelm. Habe ich das bekommen von ihm?
Wieso habe ich so viel Zeug? Elfenstiefel des abnehmenden Frostes. Ach so, ja, stimmt. Das ist besserer Schutz als die das Lautlose. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Guckt mal hier. Zerstörungszauber kosten weniger und Magika, das ist nachher für magisch so gut. Oh, da freue ich mich schon drauf, wie ich alle fertig machen kann. So, alle so richtig bam. Okay, schneller, bessere Preise, bessere Helm von Winterfeste. Okay, schon gut. Leichte Rüstung, seltsames Amulett, bessere Preise. Ah, Chavis Amulett, das ist scheinbar auch noch irgendwas. Wolsung. Ich hätte mal alles wegtun sollen in meine Truhe in der Stadt hier. Das ist ja langsam. Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Ich weiß. Dann tue ich halt. Dann kommt halt. Dann. Ich weiß nicht. Ich will nichts wegschmeißen. Ich finde alle doof. Okay, dann lasse ich das fallen. So. Oh, Entschuldigung. Hier, Glas für den Meister. Uiuiui, so. Als sein Huskarl achte ich hauptsächlich auf die Sicherheit von Igmund. Ich bin Igmunds Onkel. Wo ist mein Huskarl? Hallo, ich bin wichtig. Bei Schor, ihr schleppt ja jede Menge Kram mit euch herum. Vielleicht solltet ihr bei Gemischtwaren Arnleif und Söhne vorbeischauen und versuchen, etwas davon zu verkaufen. Haben nicht genug Geld für meine super Sachen. Hi, du. Und Dolemar ist der Kommandant der Talmor in Markhardt. Ja, ich verstehe nicht, was du sagst. Respektierst du mich jetzt? Wenn ihr Zeichen der Anbetung von Talus seht, ist es eure Pflicht, sie mir zu nennen. Ist mir meine Pflicht, überhaupt nicht meine Pflicht. Du kannst mich mal. Hallo. War es nicht der, den ich auch heiraten konnte? Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Danke. Ich bin der persönliche Schmied des Jahres. Ich möchte, dass du ganz viel Geld hast. Oh, dammit! Wieso hast du nicht ganz viel Geld? Ihr seid alle so arm, ey. Oh, mit so arm Basic-Leuten kann ich nicht ab, ey. Oh. So. So, die Klinge von Reach, die tue ich bei mir mal in mein Haus rein. Würde ich mal sagen, oder? Die Spitzhacke nervt mich so. Absorbiert 8 Gesundheitspunkte, warum auch immer. Habe ich wohl verzaubert. Die kostet. Sie ist aber 10. 10. 10. 10. Okay. Hä? Wieso habe ich einen bebendeten Eisenschild? What the fuck? Ebenerzhelm. Ja, ich glaube, da hat aber er schon einen besseren, oder? Ich weiß es nicht. Hat Karcho schon einen besseren? Nimm mal. So. Gut. Alles gut. Thanks. Bis zum nächsten Mal. Ich benutze die Schmiede jetzt und mach mir was richtig Geiles. Nämlich Eisenbeschläge oder Diamant irgendwas oder... Guck mal, ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Elfenbogen. Nein, lass es. Das ist alles egal. Oh, warte mal, aber hier können wir mal gucken. Ich kann Eisenbahn einfach nehmen? Okay. Ich kann nämlich verbessern. Yay. Was? Wieso kann ich plötzlich meine Ebenerz-Panzerhandschuhe verbessern? Auf 40? Und das auf 100? Den Helm von Winterfeste kann ich verbessern, obwohl das ein Questgegenstand ist. Das ist auch sehr gut. Dann kann ich nämlich so... Hier habe ich wiedergefunden. Der sieht ja geil aus. Ja, ich habe ihn verbessert. Okay. Schuppenrüstung. Wieso habe ich den nochmal? Vollsung kann ich verbessern. Das ist ja cool. Und den Zauberbrecher. Aber ich
Ich glaube, das werde ich auch zu Hause machen, weil ich glaube, ich habe zu Hause einen Gegenstand, um das zu verbessern, um es noch mehr zu verbessern. Wisst ihr, was ich meine? Also ein ich habe, glaube ich, irgendetwas, was meine... Deshalb muss man eigentlich... Das ist hoffentlich, machen sie beim nächsten Spiel besser. Diese Aufteilung und sowas. Weil Schleichen, Veränderungszauber, bessere Preise kann ich wirklich weghauen. Ich glaube, ich hatte zu Hause irgendwas, was ich immer mitgenommen habe, wenn ich mal wieder was Neues gebaut habe. Was ich nicht die ganze Zeit mitschleppen wollte. Was jetzt ein bisschen doof ist. Weil ich würde schon gerne... Das war richtig gut. Warum kann ich plötzlich verbessern so sehr? Ist das hier besser als das, was ich sonst woanders machen kann? Da Veränderungszauber? Nein. Bessere Preise. Ja, das habe ich zu Hause leider. Ich könnte natürlich trotzdem meine Ebenerz verbessern. Auf Erlesen. Elf sind elf. Ja, komm. Verbesser ihn. Und so, welche Sachen kann ich verbessern, die nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel der Helm oder Vollsung werde ich niemals benutzen, weil unter Wasser atmen können und sowas ist so egal. Das heißt, Vollsung wird auch verbessert. Der hier werde ich auch nie weiter benutzen. Steige Magiker. Nee, oder? Vielleicht später. Da mache ich auch. So. Habe ich wieder ein bisschen weniger im Inventar. Handschuhe. Darf ich alles nehmen, alle? Einfach. Hi. Stahlpfeile. Nee, ich darf nicht alles nehmen. Okay. Darf ich in einem Bettchen liegen? Schon gut, ich gehe ja schon. Ich weiß, creepy. Schon gut. La. So. Jetzt gucke ich mal. Dann geht's gleich zu uns ins neue Heim. Aber vorher geht's ins Museum rein. Das reimt sich nicht. Das hörte sich nur so fast an. Hallo. Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. Okay, ich dachte, du sagst irgendwas. In meiner Stadt keinen Ärger. Hallo, ich bin Tane. Ihr beschäftigt euch wohl gern mit Alchemie. Tja, ich habe das alles nie so richtig verstanden. Okay. Das tut mir leid, wenn es dich nicht interessiert. Mich interessiert manchmal auch etwas nicht und dann ist es auch ein bisschen schwer. Mit Schlüssel aufgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt, warum ich da rein soll. Oder wollte er uns durch die Blume sagen, dass das Buch da drin ist? Verschaffe dir Zutritt. Bringe Calcimus Übersetzungshandbuch für Pharma in deinen Besitz. Was für eine Verschwendung. Dort oben müssen ein Dutzend Männer sein. Ja, Calcelmo hat seine gesamte Expeditionstruppe zurückgerufen. Er sagte, er bräuchte jeden einzelnen Mann, um seine Forschung zu beschützen. Besser sie als wir. Wir haben drei gute Männer wegen der Fallen dort oben verloren. Und wofür? Was? Wir noch eine verdammte Spinne durch die Gegend rasseln sehen können? Zumindest ist dieser Posten relativ sicher. Kommt schon, gehen wir zurück an die Arbeit. Exposition. Wir reden darüber. Ich habe schon fast alles geöffnet. Okay. Hallo. Rede mit mir. Wenn ihr das Gesetz in Markarth brecht, werdet ihr in die Sidna-Mine verfrachtet. Ja. Bin der dann satt. Warte, ich guck einfach. Mein sechster Sinn sagt mir, dass ich da hin muss. dass ich in sein Labor muss.
Ich weiß nicht, warum ich das weiß. Wahrscheinlich, weil ich stundenlang geguckt habe, aber ich weiß nicht, ich habe einfach so ein Gefühl, ich muss in sein Labor, wo ich schon war. Also kann ich einfach durchlaufen. Was? Verstärkung anfalls nötig, aber lass niemanden durch. Wie ihr wünscht, mein Herr. What the fuck? Sie wollen sterben. Ich hab den Schlüssel nicht. Hä? Plötzlich hat sich das Labor verändert oder was? Ich weiß nämlich noch, dass es ja sehr lustig war. Ich warne euch im Namen des Jahr. Keine Bewegung. Ich bin der Tane des Jahl. Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Ah, ich erinnere mich. Hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jahl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Eindringling, Hilfe! Woher seid ihr gekommen? Ein Kampf. What the fuck? Why? Ja. Hat sich also erledigt. Ah, nur der Wächter. Okay. Ihr habt hier nichts verloren. Hä? Wo sind sie hin? Hab ich. Haben wir einen Trip? Ah, nee, da ist noch einer. der Schlüssel zur Calcimus Labor und Schlüssel zum Museum. Yay! Alles wegnehmen. Ich bin sehr verwirrt. Und tschüss. Ne, Wächter? Du guckst schön auf die andere Seite, ne? Du guckst schön weg, während wir das machen. Wir brauchen den Schlüssel nicht. Der eine Wächter. Der eine wichtige Wächter. Alle anderen. Und er guckt nur zu, wie wir hier langlaufen. Sehr schön. Ich finde es ja auch manchmal ganz witzig, wenn ein Spiel mich so verwirrt. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich erinnere mich, dass ich hier schon war. Au, ich bin gegen Kronleuchter gesprungen, Mutti. Du warst schon immer ein sehr besonders dummes Kind. Dankeschön, Mutti. Moin! Bam! 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 Ich mache mich auf. Wow! Ja, macht ihr das mal bitte. Sehr schön. Bam! Keine Gnade für euch. Keine Gnade für euch. Ich nehme euch alle Schlüssel. Nein, ich nehme euch Schlüssel nicht weg. Was soll's? Scheiß auf eure Schlüssel. Ich habe ja schon. Wo ist Katsch? Ah, da auch hinten steht er. Wie ein Creep. Oh nein. Meister. Sollen wir? Ich meine, es sieht mich keiner. Au. Au. Was kommt davon, wenn man nicht. Ah, meine Beine. Meine Beine. What the fuck? Okay. Ich dachte, ich hätte es. Man drückt einfach rein, bis er abbricht. Oh mein Gott. Stahlschwert des Funkenschlags und Helm. Ach, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Hat sich voll gelohnt. Spürst du es in... Wie komme ich denn jetzt wieder darauf? Das schöne Leben, das Hoffnung bringt. Gehen wir hier lang? Warum war es auf der anderen Seite? Oh mein fucking Gott, was ist hier los? Hier ist eine Falle.
Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Komm raus, komm raus, komm raus. Die Stadtwache ist gestorben. Ich muss was rauflegen. Okay, wir brauchen Stein oder sowas. Komm mal her. Nein! Ach, das ist zwar nett von dir. Wirklich. Okay. Kajo? Ihr habt hier nichts verloren. Was? Was? Ihr habt hier nichts verloren. What the fuck? What the fuck? Das sind Freunde. Was ist hier los? Wir haben doch eine Quest. Braucht ihr etwas? Was ist es? Geh mal. Ich bin dabei. Darauf. Ich kann doch nicht alles für euch tun. Okay. Es ist nicht mehr sehr weit. Mich jedenfalls. Ich dachte, ihr würdet den Weg kennen. So, warte mal bitte dort. Ich bin dabei. Gut. Fertig? Warte dort. Hä? Hä? Ja. Hä? Oh mein Gott, wir können den Helm abnehmen. Wir können sehen, wie er aussieht. Wir können sehen, wie er fucking nochmal aussieht. Guck mal her. Oh, eine Wache angucken. Okay, hat sich nicht gelohnt. Die Wache ist tot. Hier ist noch eine Stadtwache. Noch eine Stadtwache. Was macht ihr? Oh mein Gott, hat das keiner mitbekommen? Na egal, ich hab's geschafft irgendwie. Was soll's? Waren das die Fallen, von denen sie gesprochen? Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Hä? Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Und hier hat sich eine Falle aktiviert. What? Warum musste ich nach unten? Warum konnte man nach unten? Was sollte das da unten? Warum sind die Waren da runtergelaufen und gestorben? Oh mein Gott! Ja, ich geh nicht in den Keller! Geh nicht in den Keller! So ein Tipp von mir. Scheiße! What the fuck? Warum? Was sollte dieser Keller? Spürst du es in dir? Das schöne Schwert, das macht so Spaß. Da, la, la. Von hinten haut Kajo noch mit dazu. Danke übrigens, Kajo. Schippe. Schippe, Schippe. Warum? Ich verstehe nicht, warum ich... Ach komm, ich klau doch sowieso schon. Jetzt auch egal. Große Platte. Mir egal. Alles egal. Weiter geht's, Leute. Ich. Ah, meine Fresse. Alles wird gut. Was sollte der Gift? War da noch was versteckt? War da ein Geheimding? La 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 la. Oh fuck. Aki, was? Who the fuck is das?
Oh, da ist ja noch einer. Wir gucken so zur Seite. Who the fuck is Bomb? In die Fresse rein. Brauchst gar nicht mit mir reden, ey. Brauchst gar nicht erst anfangen mit mir zu reden. Warum hat... mache ich gerade was Illegales? Du bist ein Zauberwächter. Naja. Na, was ist denn mit dir hier? Schlüssel zu Zell. Sehr schön. Die Bücher sind nicht so wichtig. Scheinbar habe ich die alle schon einmal gelesen. Oh, ist das nicht ganz am Anfang? Ich laufe jetzt auf dem... Oh, Truhe. Nicht mit. Ich rutsche runter. Au. So. Viel Müll, den ich verändern kann. Ach, ist egal. Oh, oh, what is that? Ich speichere. Dwemer Rätselwürfel. Bringe den Dwemer Rätselwürfel zu Delvin. Bringe den Rätselwürfel zu... Woher weiß ich das? In Rifton. Ah, er sucht ja diese richtig wichtigen Sachen, die ich ihm danach wieder beklaue, um bei mir hinzustellen, weil er dumm ist. Balkon des Zauberturms. Wir können uns gleich vom Balkon runterschmeißen. Du musst den Riegel anheben. Okay. Er hat das Buch nicht wirklich auf dem Balkon, oder? Was? Okay. Wer kennt's nicht? Wenn ihr willst, dass ein Buch lange haltbar ist, tu ihn in Feuchtigkeit. In feuchte Umgebung. Oh, es ist ja hübsch. Ah, ja. Immer wieder hübsch. Na, was machen wir? Gehen wir erst da lang? Nee. Dann gucken wir mal. Sein Turm. Warum das jetzt Englisch ist, keine Ahnung. Manchmal ist es, manchmal nicht. Und ich gucke einfach mal. Ja. Es ist alles in Ordnung. Sein Turm sollte mal aufgeräumt werden. Ich meine, Kelsimo ist öfter im Turm, wie es scheint. Oh oh. Ich habe da eben rot gesehen. Ich habe da eben etwas Rotes gesehen. Ach, ich kann doch einfach hinspringen, oder nicht? Muss ich jetzt wirklich... Oh, ich könnte jetzt dahin oder ich mache es lustiger und hole mir den Wirbelwind Dingens. Warum habe ich den? Habe ich wohl vergessen. Und Nakash! Nakash! Aua! Meine Nase! Nakash! Schön Wurzeln klauen. Ho, ho, ho. Yeah. Alles runterhauen. Nakash! Ich könnte jetzt sogar darüber. Ich könnte da direkt drüber. Wollen wir das? Nee, wir wollen ja Spaß haben, ne? Dann kommt. Haben wir ein bisschen Spaß. Wäre ich alleine, würde ich vielleicht, aber sie wollen ja auch ein bisschen mitmachen, also. Gehen wir den langen Weg. Wuhu.